Ursprünglich stand dieser Test nicht auf dem Plan, aber als mich Geek Maxi fragte, ob ich den neuen Narwhal Freo X Plus testen möchte und ich dann all die ganzen Funktionen des Saugroboters sah und das zu einem Preis von unter 400 Euro, musste ich den Narwhal Freo X Plus einfach testen, um herauszufinden, wie gut das Gerät ist und ob es sogar der neue Preiskracher unter den Saugrobotern ist. Als erstes muss ich sagen, dass ich total überrascht war, wie hochwertig und qualitativ sich der Saugroboter anfühlt. Auch die Ladestation ist mal so richtig schick und sie hat vor allem hier hinten ein Kabelmanagement. Top! Dann hat der Narwhal Freo X Plus tolle Funktionen, angefangen mit der Navigation. Dazu nutzt der Saugroboter den Lasernavigationsturm hier oben drauf und das klappt auch sehr gut. Er fährt auch immer als erstes den Rand eines Raumes ab und anschließend reinigt er in parallele Bahnen den inneren Bereich. Teppiche werden natürlich auch erkannt und die sieht man auch in der App. Dort kann man dann auch auswählen, wie und ob der Teppich gesaugt werden soll. Ebenfalls hat der Narwhal Freo X Plus eine Wischfunktion und hat dafür einen 280 ml separaten Wassertank. Allerdings kommen hier nicht wie beim Narwhal Freo X Ultra rotierende Wischpads zum Einsatz, auch keine vibrierende Wischplatte, sondern einfach nur ein Wischpad, was hinterhergezogen wird. Allerdings gibt es trotzdem ein paar Besonderheiten. Der Wischaufsatz wird nämlich mit 6 Newton auf den Boden gedrückt, was die Reinigung besser macht wie bei den anderen Saugrobotern mit einer Wischplatte. Dann haben wir an der Platte selbst 4 Wasserauslässe und das Wischtuch bleibt somit gleichmäßig feucht. Hier muss ich auch ganz klar sagen, dass mir das Wischen in den 2 Wochen trotzdem gut gefallen hat. Natürlich kein Vergleich zum Dreamy L20 Ultra oder zum Roborock S8, aber mir gefällt es um einiges besser, wie zum Beispiel vom Roborock Q8 oder den anderen Saugrobotern mit einer Wischplatte, die wir im Einsatz hatten. Eine weitere Klassefunktion bzw. 2 Funktionen haben wir ebenfalls beim Nasswischen, denn auch hier gibt es wie beim Ultra-Modell den Freo-Modus, was bedeutet, dass er auch mit dem Wischpad den Rand wischen kann, indem er mit dem Hinterteil zur Seite webt. Finde ich klasse. Dann kann der Narwhal Freo X Plus auch seine Wischplatte um 9 mm anheben, wenn er auf einen Teppich fährt, was den Vorteil hat, dass man nicht erst die Wischplatte abnehmen muss, damit der Saugroboter den Teppich reinigen kann. Das Saugen im Alltag klappt richtig gut, er hat eine Saugleistung von 7800 Pascal und somit nur 400 Pascal weniger wie das Ultramodell. Besonders positiv ist mir die Lautstärke beim Saugen aufgefallen, denn der Saugroboter ist angenehm leise. Ich habe ihn auch mal in den Maiskontest geschickt, wo ich 5 Maiskörner in eine Ecke lege. Hier wurde aber auch wie bei den meisten anderen Saugrobotern nur 2 von 5 Maiskörner eingesammelt. Eine weitere sehr wichtige Funktion ist für mich die Hinderniserkennung, die auch der Narwhal Freo X Plus hat. Er erkennt sehr gut Objekte wie das Stofftier und umfährt es, wie man hier sehen kann, aber er erkennt auch kleinere Hindernisse wie diese Funko-Figur, die er zwar berührt, aber dann umfährt. Allerdings hat er Schwierigkeiten mit kleineren Gegenständen, die unter einem Zentimeter sind, wie zum Beispiel Socken oder Kabel. Die hat er bei mir meistens eingesaugt oder mitgezogen. Hier sollte man dann einfach schauen, bevor der Saugroboter an die Arbeit geht, dass man kleinere Gegenstände auf die Seite macht. Alles in allem kann man aber sagen, dass die Hinderniserkennung vor allem in dieser Preisklasse sehr gut funktioniert. Der Roboter nutzt dafür hier vorne einen Laser. Ebenfalls haben wir jetzt an der Seite einen Laser anstatt einen Infrarotsensor und wir haben natürlich hier oben unseren Lasernavigationsturm. Dann schauen wir uns den Saugroboter noch etwas genauer an, denn auch hier gibt es wieder interessante Features. Wir haben einmal hier unter dem Deckel einen 280 ml großen Wassertank und das finde ich sehr gut, dass dieser separat ist. Dann gibt es hier was ganz Neues und zwar haben wir hier einen wasserdichten Staubbeutel, der ein Fassungsvermögen hat von 1 Liter und es ist auch jedes Mal immer ein Filter dabei. Aber natürlich möchte nicht jeder jedes Mal einen Staubbeutel nachkaufen und deswegen ist auch ein extra großer Staubbehälter dabei und das finde ich richtig gut. Damit 1 Liter Schmutz in den Staubbeutel hineinpassen, verwendet der Saugroboter die Staubkompression. Zusätzlich wird nach jeder Reinigung der Staubbehälter desinfiziert und getrocknet, damit keine Gerüche entstehen. Trocknung und Desinfektion gestartet. Das nächste tolle Feature ist die verhätterungsfreie Bürste, denn die hängt jetzt nur noch an einer Seite und die Haare werden dann hier an das schwebende Ende der Bürste geleitet und eingesaugt, was dafür sorgen soll, dass sich keine Haare mehr verhättern. Denn bei den normalen Bürsten ist es immer so, dass wenn man das hier abnimmt, hat man hier immer einen Haufen Haare. Auf der anderen Seite das gleiche. Auch hier nochmal bei einem anderen Saugroboter gut zu sehen, wie viel Haare sich am Ende der Bürstenrolle verheddert haben. Und dieses Problem soll es hier nicht mehr geben und das kontrollieren wir jetzt auch mal, denn der Saugroboter war jetzt auch schon 2 Wochen im Einsatz und man sieht hier haben wir keine Haare und auf der anderen Seite sowieso nicht. Und das finde ich schon mal richtig, richtig gut. Dann gibt es noch was, was am Narwhal anders ist und zwar wir haben hier 2 Seitenbürsten, allerdings nicht mit einem Dreiarm, sondern nur 2 Arme. Hier hinten haben wir dann das Wischtuch. Das hält magnetisch, was ich auch sehr gut finde. Kann man einfach so abnehmen. Das Wischtuch kann man ebenfalls hier abziehen und kann es dann
hier hinausziehen und reinigen. Es ist auch nochmal ein zusätzliches dabei und es sind ebenfalls noch zwei Einwegwischtücher im Lieferumfang dabei. Dann hat der Saugroboter 1, 2, 3, 4, 5 Absturzsensoren und hier haben wir den Ultraschallsensor für den Teppich. Auf der Vorderseite haben wir dann noch, was ich euch vorhin nicht gezeigt habe, einen Bumper. Auf der Oberseite haben wir dann hier noch die Taste, um den Saugroboter zur Ladestation zurückzuschicken. Wenn wir hier drauf drücken, starten wir die Reinigung oder stoppen sie und bei langem Drücken schalten wir ihn ein oder aus. Über die Funktion des Saugroboters in der Narval Freo App habe ich ein separates Video gemacht, was ich euch unten in der Beschreibung verlinke. In der Verpackung haben wir einmal den Saugroboter und die zwei Seitenbürsten, die Ladestation, das Anschlusskabel und eine Feuchtigkeitsmatte, dann ein zusätzliches Wischpad und zwei Einwegwischtücher, zwei Staubbeutel, falls man den Behälter nicht verwenden mag und natürlich die Bedienungsanleitung. Kosten tut der Narval Freo X Plus bei Geek Maxi aktuell statt 399 Euro mit einem Gutscheincode nur 329 Euro, was ein Spitzenpreis ist für diesen Saugroboter, aber auch 399 Euro ist meiner Meinung nach für dieses Modell ein Top-Preis. Die Lieferung ist übrigens aus einem europäischen Lager und kostenlos und der Versand dauerte bei mir meistens immer zwischen 2 und 5 Tage. In einem direkten Vergleich mit dem Roborock Q8 Max, der preislich ähnlich liegt und ebenfalls ein tolles Gerät ist, würde ich aber zum Narval Freo X Plus greifen, da er einmal die bessere Wischleistung hat, zusätzlich den Freo-Modus mit der Kantenreinigung, er kann die Wischplatte anheben auf einem Teppich, was der Roborock Q8 nicht kann, und mit dem Wischpad über den Teppich fährt, dann hat der Narval Freo X Plus die verhätterungsfreie Bürste, was eine Erleichterung ist, er hat einen größeren Staubbehälter bzw. Staubbeutel und einen separaten Wassertank und keinen Kombitank wie der Roborock Q8 Max. Und die Qualität wie auch das Design ist beim Narval Freo X Plus meiner Meinung nach ganz klar besser. Eine Alternative wäre für mich aktuell der Roborock S8, der ebenfalls die Wischplatte anheben kann, aber durch die vibrierende Wischplatte eine bessere Wischfunktion hat, aber man auch hier auf das Randwischen oder den großen Staubbehälter verzichten muss. Hinzu kommt, dass der Roborock S8 nochmal teurer ist. Die Navigation ist beim Narval klasse, ich finde aber die vom Roborock nochmal einen Tick besser. Aber noch ein großer Pluspunkt für den Narval Freo X Plus, ich habe noch nie einen Saugroboter gesehen bzw. gehört, der so leise ist auf Fliesen. Und das, denke ich, liegt hier hinten am Rad. Und somit sind wir eigentlich auch schon beim Fazit und ich kann den Narval Freo X Plus ganz klar empfehlen. Es ist ein hervorragender Saugroboter mit tollen Funktionen zu einem sehr guten Preis. Und es gibt meiner Meinung nach kein Gerät, was dem Narval Freo X Plus mit dieser Ausstattung das Wasser reichen kann, was ihn somit zum absoluten Preiskracher unter den Saugrobotern ohne Absaug- und Reinigungsstation macht. Der einzige Nachteil, was der Roboter hat, ist die Höhe von 10,7 cm, denn somit passt er bei uns nicht unter alle Möbel. Eigentlich kann man auch sagen, ihr bekommt den Narval Freo X Ultra, aber ohne Reinigungsstation und statt 8200 Pascal 7800, was aber keinen großen Unterschied macht und ihr habt statt rotierenden Wischpads eine Wischplatte, die hinterhergezogen wird. Sollte für euch aber doch das größere Modell interessant sein, bekommt ihr den Narval Freo X Ultra aktuell für 900 Euro. Jetzt würde mich noch interessieren, was ihr vom Narval Freo X Plus haltet. Gibt es doch noch einen Saugroboter, den ich vergessen habe, der technisch und preislich genauso gut ist oder sogar besser? Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Wenn euch Videos rund um Saugroboter, Rasenroboter oder smarte Technik interessieren, abonniert kostenlos meinen Kanal. Damit unterstützt ihr mich und verpasst auch in Zukunft keine weiteren Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!